Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Funky Plays. Und heute, meine lieben Freunde, gibt es das allererste Squad-Builder-Battle in FIFA 22, Freunde. Und wir haben niemand Geringeres am Start als Ruud Gullit. 7 Millionen Münzen knapp gekostet. Der Mann ist eine Maschine, Freunde. Und als Gast haben wir keine Maschine. Grüße gehen raus an Seko. Was geht, Jungs? Ich hoffe, euch geht es super. Ich bin wirklich eine Maschine. Ich spiele richtig gut. Bin in Division 1 momentan. Und der Furki bei 2. Das wollte ich nur mal sagen. Auf jeden Fall. Freunde, sprengt schon mal direkt den Like-Button. Lasst ein Abo da, falls ihr neu auf dem Kanal seid. Ja, ich würde sagen, Freunde, lasst uns die 1500 Likes knacken. Das wäre brutal. Mal reinsteppen da. Ist auf jeden Fall möglich. Und ich würde sagen, ich steppe mal direkt rein. Nein. Jungs, wir haben auch bei mir was gedreht. Checkt auf jeden Fall aus. Dankeschön, dass du Werbung machst. Und hier sind auf jeden Fall die ersten beiden Namen. Okay, meine Damen und Herren. So. Achso, ich muss hinzufügen, ne? Ja, und ich habe schon eine kleinere Tafel bestellt, Freunde, mal, by the way. Achso, du hast immer noch diese Schultafel da? Ja. Ja, sehr gut. Okay, und zwar in der Mitte gehe ich mit Tanguy Ndombele. Und auf der linken Seite gehen wir mit Saint Maximin. Oh, ich habe Saint, aber Heung-min Saint aufgeschrieben. Und Pogba. Ja. Das heißt, du kannst beide behalten. So. Ich mach mal weiter. Bei mir die beiden ZMs hast du wahrscheinlich aufgeschrieben, hoffe ich mal. Und da habe ich einmal auf der linken Seite, also als linker ZM, Thiago am Start. Und als rechter ZM habe ich den guten Toni Kroos. Okay. Beide auf jeden Fall sehr, sehr schnelle Spieler, ne? Ja. Und ich habe Wijnaldum und De Jong aufgeschrieben. Gut, ja. Dann würde ich sagen, Freunde, wir machen weiter. Ich snipe die nächsten drei Spieler und Seko natürlich auch. Let's go. Jungs, wir machen mal direkt hier weiter. Und zwar die drei Stürmer bei dir. Links außen, rechts außen und Stürmer sozusagen. Also, ich habe am Start als linker Flügel den guten Heung-min Son. Ja, den muss ich jetzt mal ganz kurz hier reinholen. Da ist er. Wann hast du Heung-min Son geholt, ja? Als Stürmer habe ich am Start Anthony Martial. Und auf dem rechten Flügel haben wir Ousmane Dembélé. Ja, die spanische Liga. Ich dachte, du willst sofort mit deinem Lieblingsspieler anfangen. Und zwar mit Ansu, Mané, Fati. Dann dachte ich mir Griezmann. Ja, was passt zu einem Griezmann, der auf der rechten Seite ist? So Franzose. Ousmane Dembélé, mein Freund, wir brauchen auch nicht viel quatschen. Und für einen Bronze-Keeper wünsche ich mir auf jeden Fall. Digga, danke. Du bist so ein random Sniper, ne? Das ist echt nicht normal, Digga. Wie kommt man auf den? Verstehe ich gar nicht. Früher haben die mich auch Sniper-Sticker genannt. Okay, dann, Freunde, die nächsten drei Namen, let's go. Und zwar vorne, neben den Cristiano Ronaldo, brauchen wir auch natürlich auch einen Spieler, der Tore schießen kann und auch schnell ist. Das ist der Timo Werner natürlich. Dann in der Mitte gehen wir mit einer stabilen Spieler, das ist der Leon Goretzka. Und auf der rechten Seite leider nicht so schnell, aber der wird seine Tore heute machen, und zwar das ist der Serge Gnabry. Okay, ich habe aufgeschrieben Felix, Dembélé und De Jong. Interessant, aber hast du cool gebaut, muss ich sagen. Danke, danke dir. So, Freunde, dann die nächsten beiden Namen. Außenverteidiger. Du hältst rein, ne? Ja, ich halt gerade rein, ja, richtig. Okay, und zwar, wir brauchen schnelle Spieler. Das ist nicht der RV, sondern RAV. Das ist der, oder? Ne, doch RV. Warte, ich finde den jetzt. Ja, was für ein Rating hat er gekriegt dieses Jahr? Ah, 79. Mbabu. Genau. Oh, okay. Ja, und Linksverteidiger gehen wir mit Theo Hernandez. Ja, ich habe Mukiele und Hernandez aufgeschrieben. Das heißt, Hernandez kann einmal weg. Aber welchen Hernandez hast du aufgeschrieben? Ja, welchen Hernandez hast du aufgeschrieben? Es gibt doch nur einen außer Hernandez. Hier, es gibt zwei. Es gibt zwei Stück, mein Freund. Beide Brüder. Was? Wer ist denn der andere? Du weißt ganz genau, einer ist von Milan und einer ist von Bayern. Der Bayern-Spieler ist auch Linksverteidiger. Ja, von Bayern ist so Innenverteidiger. Nein, auch Außenverteidiger. Ja, aber ich meinte natürlich den anderen. Ja, genau. Hey, Walla, ich meinte den anderen. Oder schreib doch dann auch, bei Fellow Mondi schreibst du auch immer F Mondi oder B Mondi. Ja, aber wer soll denn jetzt riechen, dass ich treffe und auch noch er einen Bruder noch hat auf der gleichen Position? Ja, ist doch, hey, natürlich. Du musst wissen. Okay, komm, behalt ihn, Digga. Ja, natürlich. Seko, kommentiert mal, Digga. Seko ist so ein Schummler, das ist. Ich bin kein Schummler, warte kurz. Ich habe auch so jetzt die gelöscht. Warte, ich schreibe nochmal. Okay, kannst gerne hinzufügen, ich schalte rein. Also, linker Verteidiger. Mein Gott, ey. Linker Verteidiger habe ich Robertson. Ah, da habe ich ihn gerade auch gesehen, den Hernandez. Und rechter Verteidiger habe ich Carvajal. Ja, auf einmal hat er den gesehen. Navas und Reguilón. Kannst du behalten. Auf einmal ist er da, ne?
Schade, Furki. Okay, egal, dann machen wir die letzten drei Positionen. Let's go, let's go, let's go. So, Jungs, letzte Runde. Ich halte rein, jetzt snipe ich deinen Torwart und das war's. Meinst du? Ja. Schwer. So, ich mache linker Innenverteidiger. Linker Innenverteidiger ist der gute Chiellini, ja. Rechter Innenverteidiger haben wir Bonucci. Die haben schön die Europameisterschaft auseinandergenommen und im Tor, ja, haben wir Donnarumma. Maldini, Kimpembe, Donnarumma. Ich hab doch gesagt, ich werde nicht misshandeln. Wieso schreibst du Maldini auf? Ich darf doch noch gar keine weitere Icon. So sind die Regeln, du weißt selber. Wenn man ein Hullet hat, also eine Icon. Du hast mich gerade gefragt, ja, ob ich nur eine Icon habe. Und ich habe gesagt, ja. Hab ich dein Icon getroffen? Also ein Spieler? Nein, ich habe aber deinen Torwart getroffen. Ja, aber das ist eine Disqualifikation. Achso, okay. Das ist eine Disqualifikation, weil du hast die Spielregeln gebrochen. Ey. Mach mal jetzt sofort einen Torwart-Bronze dorthin und du kannst gerne reinhalten. Ja, aber ist sowieso egal, ob da jetzt ein Bronze-Torwart im Tor ist. Weiß es nicht. Gucken wir mal. Ja, safe. Und zwar auf der linken Seite haben wir den Stürmband Kondé. Dann neben ihm habe ich den Upamecano. Und im Tor gehe ich mit, natürlich muss ich mit einer Franzose gehen. Ich entscheide mich heute mal, beziehungsweise jetzt für Le Comte. Roman de Ligt Handanovic. Du kannst alle behalten. Ich weiß. Geil, ne? Ja. Dann lad mal ein. Du wirst trotzdem verlieren. Ich bin so gut, Junge. Ich bin so gut. Du wirst ja trotzdem verlieren. Deswegen spielt das ja keine Rolle. Bam! Bam! Oh mein ja, Gott, Digga! Es kann doch nicht wahr sein. Das ist ein Bronze-Keeper, Bruder. Willst du mich verarschen? Cristiano Ronaldo, Dos Santos, Moreno. Benas. Der muss drin sein. Der muss doch drin sein. Schlau spielen. Schlau spielen. 1-0. 1-0. Serge. Wie geht der denn rein? Gnabry. Wie geht Danke. Der rein? Ja, indem man Kreis drückt und so einfach mal schießt. Verstehe ich nicht. Mehr. So sinnlos. Ja. Oh nein. Oh nein. Oh, schade. Nein. Bam. Was? Oh mein Gott, du hast niemals einen Bronze-Keeper im Tor, Digga. Was ist das? Willst du mich verarschen? Aber Tor. Tor. Schlau spielen. Der Seko kann das Spiel, Jungs. Wir sind nicht umsonst Division 1 hier und der 2. Dieses Jahr wird gezockt. Ich sehe mich. Weltmeisters-Halbzeit, ich sag. Aus Berlin. Kurz mal aus dem Höhenflug wieder runterholen mit einem Bronze-Torwart-Tor. Jo, let's go. 2-1. Pablo Valencia, auch bekannt in der Jugend gewesen, im Nachwuchs als absoluter Torschützenkönig. Nein. Torwart? Ich weiß nicht, ob ich einen Bronze-Keeper habe oder du. Cavarral hat Bock. Elfmeter. Ich hab doch nichts. Rote Karte, das ist schon mal ein Disc. Geil. Der kriegt den Rot, das ist schon mal ein Disc. Okay, gut. Das ist schon mal sehr, sehr nice. Und dann nochmal einen Ball rein. Super. Und jetzt noch ein Tor schießen. Da sind zwei Discards. Oh. Heuminson! 3-2. Heuminson! Das Stadion bebt! Das Stadion bebt! Oh, ist Auswärtsstadion. Das Stadion bebt gar nicht. Die sind eher leise. Aber 3-2. Zwei Discards. Seko, was sagen Sie dazu? Hast du den Tor wieder lange Ecke bewegt? Dachte ich mir, komm, knall ich das immer in die kurze. Das Spiel ist rum. Der Seko stellt um. Zwei Discards. Digga, das ist so schrecklich. Ich verstehe nicht, warum? Zwei, Digga, warum? Nach 2-0 Rückstand geht das erste SBB an mich. Zwei Discards. Seko stellt um. Auch verdient, finde ich. Und wir legen los. Let's go. So, Freunde, der Seko hat umgestellt. 4-4-2. Wie immer die Formation. Der Mann mag das ja nicht mal hier irgendwas anderes zu machen. Aber egal. Ist okay. Wir nehmen zwei Discards und wir nehmen entweder... Das Ding ist, mein Team ist jetzt nicht so wenig, ne? Ronaldo ist da, Timo Werner, Mbabo, Koundé, Goretzka, Tom ja, Maxim. Ich lehne mich mal zurück. Zwei Discards. Eigentlich würde ich ja so ein Pärchen nehmen. Zwei Stürmer, zwei ZMs, die zwei Mittelfeld oder die zwei Außenverteidiger, die zwei IVs. Aber wir machen es heute mal anders. Ich nehme einmal den Torwart, sehr ungewohnt. Und einmal den linken Verteidiger. Digga, ich dachte. Ja. Wenn du Pärchen genommen hättest, sag mal, wem würdest du nehmen? Welche?
Die zwei Stürmer hätte ich genommen. Ja, die zwei Innenverteidiger, Ronaldo und Timo Werner. Oh mein Gott. Und wer waren die Torhüter und linker Verteidiger? Bondé und Mbabu. Ah, ist okay. Ist okay. Ja, dann hau die mal in irgendeine SBC, Gold-Upgrade oder sonst was. Und dann sehen wir uns gleich. Let's go. So, Jungs. Somit gehen wir mal Kondé und Mbabu ab. Bisschen Glück gehabt. Ey, warte mal, Digga. Ey, seht ihr das? So, ich hab so mal rein. Bruder, guck mal, mein Auge ist einfach rot geworden. Wovon kommt das, Digga? Krass. Ich glaube, ich habe ein bisschen zu viel gezockt in den letzten Tagen. Aber gut, Freunde, sprengt den Like-Button, lasst ein Abo da, falls ihr auf dem Kanal seid. Seko, das abgegeben, ja? Ja. Checkt das Video bei Seko ab und wir sind raus. Haut rein. Ciao, ciao.